Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Wir kümmern uns heute um den durchtränkten Ritter, den ersten Nicht-Tutorial-Boss hier in diesem Spiel. Diese Fackeln hier oder diese Kerzen symbolisieren irgendwas. Keine Ahnung was. Okay. Jetzt so einen komischen Nässe-Buff. Wie es scheint. Ich wusste, dass du das machst. Wofür ist dieser Buff? Was macht das denn? Ich kann ihn staggern. Das ist cool. Ah! Es ist schwachsinnig, da versuchen, zu warten. Das lassen wir also. Mache ich jetzt mehr Schaden? Nee, ne? Dann noch. Okay. Ja, man will nicht in die Ecke gedrückt werden von dem Kerl. Und man will auch nicht in seiner Combo hier stehen. Denn dann wird man so ein bisschen geraped. Alter, finde, der macht sehr viel Schaden hier. Oh, schade. Jetzt hat er mich nochmal am Ende erwischt. Hat er mich in der Rolle geklippt. Der geheimnisvolle Kleriker nimmt mir immer Geld weg, wenn ich sterbe. Das ist ziemlich lustig. Okay, nochmal das Ganze. Hui. Let's dare it! Let's drown him! Drown him for good! Der Sonnenritter. Ah! Ja! Keine Ausdauer wahrscheinlich, ne? Muss ein bisschen meine Ausdauer hier auf dem Auge behalten. Ja, genau. Klassischer Anfängerfehler, den ich hier nicht vergessen darf. Dass hier auch Ausdauer existiert. Ohne rolle ich nicht gut. Ja, um Gottes Willen. Ah! Er ist so schnell. Der Angriff, der, wenn er sich dreht, der ist so flink. Mm. Meine Güte, du alter Lümmel. Okay. Let's do it! We can do it! We can do it hard! Ich könnte ihn zuspammen mit Projektilen und so, aber... will ich nicht. Er mag seine Blitzzauber hier. Sehr, sehr gerne sogar. Ah, keine Ausdauer. Oder war ich in der Angriffsanimation? Kann auch sein. Ich vergesse ganz gerne mal, wann er seinen komischen... Ah, jetzt! Okay, alles klar. Nach dem Stich macht er den.
Macht der denn jetzt auch? Nee. Okay, nach der Combo macht er den nicht. Macht er den nach dem Sprung? Ich weiß nicht genau. Ich glaube nicht. Wir heilen uns mal voll. Lustig. Ah, du Schwanz! Ah, ich muss weg. Ja. Wenn er dich in die Ecke kriegt, dann reißt er dir kräftig dein Poppes auf. Warum ich da noch reinrolle, weiß ich auch nicht. Am Ende bin ich wieder eingeknickt wie ein Heidenröslein. Dabei habe ich für den größten Teil des Kampfes seine Attacken ganz gut eigentlich vermieden. Cooler Kampf, cooler, sehr cooler Kampf, der extrem viele Phasen hat und ständig eigentlich neue Attacken dazu bekommt. Sobald man richtig visualisieren kann, was er wann macht, wann er eben direkt seine Combo fortführen kann, wann er Recovery Frames hat und wann eben nicht, dann ist er natürlich sehr machbar. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Cooler Kampf auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man den hätte parieren können. Ich vermute mal nicht, weil er einfach ein zu großer Typ ist. Schwer zu sagen. Hat mir Spaß bereitet tatsächlich. Ich bin eine ganze Ecke öfter gestorben, als ich angenommen habe, aber es liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Ich meine, ich lerne das Spiel ja genauso wie jeder andere, der das hier anfängt. Okay, ich kann mich hier nicht teleportieren. Ich kann hier nur meine Brote holen. Und die Gegner scheinen zu respawnen, sobald ich dorthin gehe, nehme ich an, ne? So, wir werden uns dann mit unseren 1800 Salzen hier hochbewegen. Boah, ich finde diesen Heberangriff so geil, das ist so cool. Ah, das macht so viel Spaß, es ist so herrlich. Schurkenausrüstung, gucken wir uns später an. Oh, eines verrotteten Wandlers. Hier sind noch eine Fackel gewesen. Versuch mich zu vergiften. Ey. Okay. Granatos, okay. Faszinierend. Oh, ich finde das. Das Kämpfen macht so viel Spaß. Bandagenring. Okay, prima. So, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Sanktuarium. Zum Heiligtum. Was ist das? Oh, eines verrotteten Wandlers. Oh, es ist so unterhaltsam, das Kämpfen. Scheiße, hier waren dann. So, das knackt. Was ist, wenn ich hier runterspringe? Sterbe ich dann? Nein. Oh, es gibt Fallschaden.
Alles klar. Es ist so spaßig. Es ist so cool. Leck mich am Arsch, es ist cool. So, was ist das? Okay, hier ist nichts weiter. So, dann werden wir ein bisschen looten und leveln. Das muss drin sein in dem Spiel. Opfergaben. Kleine Steinfiguren, bärtiger Schmied, Händler, Kleriker. Bam. Okay, seid ihr jetzt für immer hier oder seid ihr nur hier, solange ich hier drin bin? Was bist du dann? Okay. Ich kann Sachen kaufen von ihm. Fähnrichsdolch, gerüstetes Schwert. Varangianisches Kurzschwert. Speerarmbrust. Cool, cool, cool. Ich habe neue Ausrüstung bekommen. Oh, das gefällt mir besser. Das gefällt mir weniger gut. Wir bleiben dabei. Sehr bloodbornig. Nice. Okay, das sind Wunder. Stellt HP her. Alles klar. So, dann haben wir noch einen Händler, ne? Das dürftest du dann sein. Was hast du? Du hast Heiltränke, Feuerbuff. Du musst Feuerbomben. Schockstein, Bolzen. Pfeile, glühende Ladung, Fackeln, Beutel mit Salz. Ein Wurfmesser, ein vergiftetes und Gegengift. Der hat relativ viel Kram. Offenbar. Okay, hier kann ich sehen, wo ich verreckt bin und wo meine Salze liegen. Beleuchtet die Umgebung. Aber im Moment habe ich zu wenig Gold. Was zum Teufel passiert hier? Mein Handy dreht gerade durch. Na, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Dann gucken wir ein bisschen, was wir leveln und adios. Bye.